Ja! Der Unangreifbare! Euch zu preisen wir! Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit winden! Wohin gehen wir aus dem Dreck? Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Ich glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat. Noch nicht. Perfekt. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Und es gibt auch noch viel zu tun, aber leider hat Kotlak von unserem Treiben Wind bekommen. Er möchte euch sehen. Ich gebe euch einen Rat. Seid immer ehrlich zum Alten, aber erzählt ihm nichts, was er nicht wissen muss. Muss euer Unterkörper das irgendwie ausgleichen, sonst fallt ihr hin. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenken kann. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, Jüngling, setzt euch. Wie ich höre, wart ihr in letzter Zeit sehr beschäftigt. Mädel, ich weiß, was ihr getrieben habt. Natürlich geht es mich nichts an, was jeder Gefährte im Namen der Ehre tut. Aber diese Heimlichtuerei... Sie steht einem Krieger eures Standes nicht zu Gesicht. Alea weiß das. Und ihr solltet es auch. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe für euch. Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Da hat der Junge nicht ganz Unrecht. Die Wahrheit sieht aber viel komplizierter aus. Das ist es immer. Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann. Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hesina auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Aber wir wurden betrogen. Die Hexen haben selbstverständlich nicht gelogen. Aber es geht um mehr als nur um unsere Körper. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Nach dem Tod beansprucht Hesina die Werwölfe für seine Jagdgründe. Für manche ist das das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Und das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Und nur sie kann uns wieder freigeben. Sie werden uns nicht freiwillig helfen. Aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ich will, dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Wildnis. Streckt sie nieder, wie es ein wahrer Krieger der Wildnis tun würde. Und bringt mir ihre Köpfe, den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Gut. Nun beeilt euch und lasst keinen von ihnen... Möge Talus euch leiten, mein Mädchen.
Ah, werft einen Blick darauf. Denkt an mich. Almosen. Ich sagte Almosen, Schandmaul. Helft einem verkrüppelten Arbeiter über die Runden. Ich verspreche, Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. Zeigt mal, was ihr habt. Wenn ihr zurück nach Rifton geht, sagt Delvin, dass diese neue Abmachung ziemlich gut funktioniert. Ehre sei mit euch, mein Tane.
Der Champion von Namira. Ich wollte gerade essen. Hier, ihr dürft zuerst zubeißen. Aha. Champion von Namira. Ihr hättet nie hier... Oh. Oh. Oh.